Servus und hallo zum Unboxing. Hier ist das Wachs, habe ich mitbestellt, und Ersatzschnürsenkel, ebenfalls 210 mm lang. Da sind die Schuhe, die Stiefel. Ja, sind gar nicht mal so schwer. Das ist traditioneller Stiefel. Pfanner wirbt. Das vereint das Traditionelle mit der Moderne. Und damit meinen sie den Sohlenaufbau mit einer Schicht aus Kevlar und innen drin Funktionsgewebe, das den Fuß kühl und trocken halten soll. Na? Da ist die Prüfnummer und das Herstelldatum drunter. Also der ist von 2012, deswegen sieht er ein wenig trocken aus. Wir haben eine Alu-Stahlkappe, das ist keine, also Alu-Kappe, keine Stahlkappe. Und da sind die Symbole eingeprägt, KWF Prüfzeichen, Motorschutzklasse 1 und das Pfanner-Logo. Der Schuh ist doppelt vernäht mit 3,5 mm Leder, Juchtenleder, hier vierfach vernäht, ein Stück Leder, also nur eine Naht. Dreimal vernietet noch zusätzlich. Man sieht sehr schön den Sohlenaufbau. Wir haben eine Vibram-Sohle, dann haben wir Kevlar, dann haben wir nochmal Leder und dann kommt das Oberleder. Und die doppelte Naht verbindet eben die Ledersohle mit dem Oberleder. Hier ist die Sohle. Da gibt es noch Möglichkeiten, Eisen anzubringen. Vorne ist es dreimal verschraubt. Ich denke, die Sohle wird schon hinhauen. Hier haben wir die Zunge. Die ist von außen vernäht, dass die Holzspäne beim Öffnen dann nach außen einfach wegfallen und sich nicht innen festklemmen. Das ist auch doppelt vernäht. Hier. Und die Zweifarbigkeit ist nicht im Katalog, sieht aber ganz gut aus. Das Oberleder ist auch etwas dunkler wie im Katalog angegeben. Das ist so richtig so tiefes Braun. Hier sind die Augen. Da sind kleine Kugeln drin. Man sieht die Kugelchen. Und das macht's Schnüren eben leichter. Und das ist für die Schnürsenkel eben besser, wenn die da abrollen können. Hier sieht man so, da sind kleine Kügelchen eingepresst. Ja, da innen, das ist die Moderne, ne, wie Pfanner sagt, das Funktionsgewebe. Das ist so Mesh, nennen die das, also Maschenware. Und es soll eben kühl und trocken halten, durchlüften. Dann ist die Innensohle drin, das ist die Standard-Innensohle. Pfanner hat drei verschiedene Sohlen, man kann natürlich auch jede andere Einlegsohle verwenden. Ne. Ich nehme erstmal die her, schaue, wie die taugt. Dann nochmal einen Blick ins Innere. Da sieht man die Ledersohle innen, die ist verklebt, ne? Mit der Zwischensohle. Da sieht man es nochmal schön. Hier ist das Lederbalsam. Drei Komponenten. Alles natürlich, keine Chemie. Könnte man essen, riecht sehr gut. Das wird schon taugen. Und hier nochmal die Schnürsenkel. Das spezielle Design soll das Öffnen verhindern. Ja, da haben wir so Verengungen im Material. Zugfest sind sie. Ich habe trotzdem ein Ersatzpaar bestellt. So, das war's auch schon. Servus und macht's es gut.